Eine Ikone ist zurück. Wir haben heute die Weltpremiere vom Mitsubishi Colt hier in siebter Generation auf unserem Kanal. Und falls ihr heute alles zu dem neuen Auto wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über die Ausstattungsvarianten, über den Innenraum, über den Kofferraum und auch über die Motoren. Nur fahren darf ich ihn leider noch nicht. Habt ihr Lust drauf? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber erstmal über den Mitsubishi Colt und den gibt es ja seit 1978 bei uns auf dem deutschen Markt. Genau, da hinten steht es auch nochmal ganz groß, wird mit C geschrieben und soll nicht an die Pistole erinnern, sondern Colt steht für junges Pferdchen. Habe ich auch neu gelernt. Ich dachte immer, das kommt von der Pistole. Aber ich kann ja auch nicht alles wissen. Für andere Informationen oder für wichtige Sachen habe ich ja dann immer Jan und der belehrt mich in diesem Fall dann. Auf jeden Fall. Hier steht jetzt die siebte Generation. Die ersten vier Generationen waren eher Kompaktklasse. Die letzteren der beiden sechs Generationen waren eher Kleinwagen und hier haben wir eben in siebter Generation auch wieder einen Kleinwagen. Der steht auf der CMF-B-Plattform, genauso wie beispielsweise der Renault Clio oder auch der Dacia Jogger, haben wir euch alle hier auf dem Kanal vorgestellt. Und warum steht der Mitsubishi jetzt auf der gleichen Plattform wie ein Renault? Weil die eben eine Renault-Mitsubishi-Nissan-Allianz haben und sich quasi gegenseitig die Plattform teilen. Und wir haben euch ja bereits den ASX vorgestellt. Der basiert ja auf der gleichen Plattform wie der Renault Captur. So, jetzt sprechen wir hier aber erstmal über die Ausstattungsvarianten und das beginnt bei der Basis. Dann haben wir Plus, dann haben wir die Intro Edition und zusätzlich dann auch nochmal die Top-Ausstattung. Ich finde, die kann man sich sehr einfach merken. Hier jetzt die höchste Ausstattungsvariante Top. Bevor wir jetzt aber zu sehr auf die Optik eingehen, erstmal noch das externe Wettbewerbsumfeld. Plattformwettbewerbsumfeld habe ich euch ja bereits schon genannt. Das sind Kleinwagen, also unter anderem ein Peugeot 208 bzw. auch ein VW Polo oder auch ein Hyundai i20 oder auch ein Ford Fiesta. Jan könnte wahrscheinlich jetzt noch ewig weitermachen. Was habe ich vergessen? Kia Picanto. Kia Picanto, also aber war schon gut. War schon gut, danke schön. Es gibt wirklich sehr viel. Freut mich aber auch, weil ich bin großer Fan von kleinen Autos, auch von kompakten Autos. Nicht der größte Fan von SUVs. Jetzt sprechen wir aber nicht mehr über mich, sondern über den neuen Colt. Insgesamt 5 Lackvarianten. Hier ist jetzt Onyx schwarz drauf. Und ich habe mich total gefreut, denn die anderen haben alle einen roten abgefilmt. Jan hat euch einen mit Dachboxen weiß abgefilmt. Und ich finde den in schwarz, so wie er jetzt da steht, am hottesten. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Warum? Der sieht richtig böse aus, irgendwie auch sportlich. Und wenn wir jetzt vorne mal hier ins Dynamic Shield reinschauen, also quasi das Familiengesicht von Mitsubishi, diese zwei chromfarbenen Elemente und hier dann auch noch mal in der Mitte eben die drei Diamanten vom Mitsubishi-Logo, dann finde ich, hat sich die Marke da schon echt gut getan, indem sie hier vorne die Optik deutlich anders gemacht haben als beim Clio. Große Unterschiede sieht man jetzt hier auch an der Seite, also hier unten beispielsweise hat der Clio ja sehr große silberne Elemente, ist jetzt hier eher zurückhaltender gestaltet, was mir persönlich ein bisschen besser gefällt. Und hier unten der Kühlergrill ist ebenfalls nochmal anders gestaltet. In der Serie haben wir jetzt ein LED-Licht und bei den höheren Ausstattungsvarianten kommt hier dann auch noch diese schöne Tagfahrsignatur dazu, die sich einmal wie so ein Säbelzahn nach unten bewegt. An der Seite dann ebenfalls nochmal eine kleine Öffnung. Und Jan macht euch nochmal den Schwenk über die Leuchte, weil da passiert auch richtig viel drin. Und ihr seht jetzt hier auch so kleine Dreiecke, die auch so ein bisschen changieren im Licht. Also von vorne schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es so seht. Die Farbe ist auf jeden Fall jetzt hier die beste, die ich mir aussuchen konnte. Und wenn wir in die Seite gehen, sprechen wir über die Ausmaße. 4,5 Meter ist er lang, 1,80 Meter breit, 1,44 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,58 Meter.
Wir werden gleich noch über ein paar technische Sachen sprechen. Erstmal ist interessant, dass wir hier den Hybriden haben. Das ist ein Vollhybride, kein Plug-in-Hybrid. Heißt, den kann man nicht extern laden, muss man aber auch nicht. Und in dem Fall ist es sehr schön, denn wir haben hier einen Verbrauch von ungefähr 4 Litern. Zwei Elektromotoren, also einen Startergenerator, einen Elektromotor und vorne auch noch einen Verbrenner. Jetzt aber erstmal zu den Felgen. 15 Zoll im Einstieg, das ist relativ klein. Dann gibt es die 16 Zoll Felgen im Plus und dann hier eben die 17 Zoll Felgen auch nochmal optional. Und die, finde ich, stehen jetzt hier dem Radlauf sehr gut. Zweifarbig jetzt hier gestaltet, in der Mitte dann auch noch das Mitsubishi-Logo. Und drumherum jetzt hier keine Plastikbeplankung oder so, sondern wirklich alles schön lackiert. Dieses Hybrid-EV verrät dann auch die Motorisierung, von der ich euch gerade erzählt habe. Und schwarze Spiegelkappen gibt es dann optional auch eben in den höheren Ausstattungsvarianten dazu. Wir haben ja jetzt hier den schwarzen, deswegen fällt das nicht so auf. Wenn ihr da mal den Schwenk rüber macht, ich weiß, es tut mir leid, Jan, seht ihr jetzt hier den roten mit schwarzen Spiegelkappen. Beim Jan seht ihr dann ebenfalls den weißen mit schwarzen Spiegelkappen. Also das ist eben dann optional mit dabei, wenn ich serienmäßig immer in Wagenfarbe. Was auch mit dazu kommt, hier jetzt die silberfarbene Umrandung um die Fenster, hinten abgedunkelt, ebenfalls in höheren Ausstattungsvarianten. Und jetzt eine Sache, da müssen wir drüber diskutieren. Wie öffnet man die Tür hinten? Da oben. Würde dich das stören, Jan? Wo ist das Problem? Ja, wenn man lange Nägel hat oder so, muss man hier so oben hinfassen. Ich habe keine Nägel, ich kann Also ich persönlich finde es echt auch okay, weil die Designlinie hier nicht gestört wird. Ne? Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Coupé, also wie ein Dreitürer, kein Fünftürer, weil man hier eben keinen Türgriff hat, sondern der hier schön oben integriert ist. Ich finde es ganz schick, aber falls ihr jetzt sehr lange Nägel habt, müsst ihr ein bisschen aufpassen beim Aufmachen. Du, ich finde alles gut, wo man sich nicht bücken muss. Alles gut, wo man sich nicht bücken muss, sehr gut. Dann machen wir hier mal den Schwenk nach hinten, du musst dich auch nicht bücken. Und wir schauen uns jetzt das Heck an und das ist für mich persönlich sehr gut gelungen, vor allem im Vergleich zum Clio. Erstmal hier entweder 39 Liter Tank oder 42 Liter Tank, je nachdem, ob ihr die Hybrid-Variante habt oder eben die Verbrenner-Varianten. Hier seht ihr es jetzt auch, also es macht wirklich nur 3 Liter Unterschied, was ich jetzt absolut okay finde. Schön rund, kann man hier auch zumachen. Jetzt nochmal zur Leuchte. Geht um die Kurve, hat hier oben dann ebenfalls nochmal sehr viele kleine Dreiecke. Es passiert auch sehr viel im Licht. Und ja, wenn Jan mit dem Schwenk fertig ist, der ist ja immer ein bisschen affin für so Leuchten, muss die auch immer sehr detailliert filmen. Mitsubishi ist jetzt hier einmal komplett ausgeschrieben. Colt steht auch nochmal drauf und hier auch nochmal der Hybrid HEV. Ich persönlich finde es ein bisschen viel Schrift hinten. Andererseits ist Mitsubishi natürlich auch sehr stolz auf die Marke und schreibt es deshalb hier einfach nochmal sehr großflächig auf. Hinten abgedunkelte Scheiben und auch der Spoiler ist jetzt hier eigentlich optional eben schwarz abgesetzt. Hier bei der schwarzen Variante ist es eben voll schwarz, ja, wegen der Karosseriefarbe. Heck, unten kleines sportliche Element. Wir haben an der Mitte auch einen Diffusor und oben drüber dann auch nochmal eine kleine Chromlinie. Passt sehr gut eben zu den ganzen Schriftzügen. Jetzt sprechen wir über die Anhängerlast. Hier unten ist so ein kleiner Knopf. Dann springt hier dann auch der Kofferraumdeckel auf und 900 Kilo Anhängelast ist wirklich ganz in Ordnung. Beim Jan im Video hat er euch gezeigt, wie man optional hier eben die Anhängerkupplung rausfahren kann. Und hier haben wir jetzt 400 bis 1060 Liter Fassungsvermögen. Ich mache hier mal auf. Wenn man den Hybrid nicht hat, ne? Wenn man den Hybrid nicht hat. Genau. Wenn man hat, sind es 100 Liter weniger. Genau, wenn man hat, sind es 100 Liter weniger. Und jetzt guckt mal, hier haben wir dann noch die Möglichkeit, die Hutablage wegzumachen. Das ist nicht nur irgendwie so eine doofe Schnur, sondern so ein kleiner Gummi. Sehr gut verarbeitet. Ich mache das hier mal auf. Kann das jetzt hier auch ganz entspannt runterlegen. Und vor allem, das Schöne ist, ich kann die Rückbank von hier hinten umklappen. Einmal so und einmal so. Ich muss mich jetzt hier nicht irgendwie großartig vorbeugen. Man muss es nur tatsächlich sehr tief reindrücken. Wir haben jetzt hier eine kleine Kante. Mich persönlich stört es jetzt nicht im Alltag. Und vor allem finde ich richtig gut, dass wir super viel, ja danke, ich warte, bis Jan sein Licht hat, super viel Platz eben hier im Kofferraum haben. Ja, ich bin dein Licht, aber jetzt war es gut, dass du eins rausgeholt hast. Also 1100 Liter Fassungsvermögen. Was man wissen muss, hier ist die Ladekante relativ hoch, ne? Also man muss schon relativ hoch heben und vor allem auch, wenn man den Kasten reinhebt, muss man den auch wieder ein bisschen höher rausheben. Aber sonst finde ich die Verarbeitung wirklich hier sehr gut und vor allem haben wir hier nochmal so einen kleinen Schutz. Da geht nicht viel kaputt, wenn ihr dann eben eure Sprudelkiste drüber zieht. Und danke, Jan, für das ganze Licht in meinem Gesicht. Eine Bose-Anlage haben wir jetzt hier auch noch optional mit dabei. Jetzt machen wir hier mal zu.
Ja, Achtung, dich erwischt es jetzt gleich. Sehr gut. Wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Platz ich hinten auf der Rückbank habe. 2,58 Meter Radstand. Die Türen gehen okay weit auf. Ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall auch ein Kind hinten ganz einfach und bequem reinsetzen. Ich meine, Nachteil im Vergleich von so Mini-SUVs ist natürlich, man muss sich ein bisschen nach unten beugen. Ich persönlich finde es aber vor allem fürs Fahren echt in Ordnung, wenn man ein bisschen tiefer sitzt. Ist aber am Ende des Tages Geschmackssache. Ich komme jetzt hier rein und die Sitze haben wir jetzt überhaupt nicht nach hinten geräumt oder so oder nach hinten geschoben, sondern die haben jetzt hier ja wirklich die Position von Jans Größe und ich habe trotzdem noch Platz. Und ich bin 1,64 Meter groß und ich glaube, eure Kiddies hätten es hier hinten auf jeden Fall auch bequem. Oben habe ich sogar noch so kleine Leuchten, die gehen jetzt hier leider nicht an, wahrscheinlich weil die Zündung nicht richtig an ist. Aber auf jeden Fall schön verarbeiteter Himmel jetzt hier in so einem Anthrazit, in so einem Grau. Und jetzt sprechen wir vielleicht über die Sitze. Nadelstreifen ist auch mal was anderes, sehe ich nicht so oft in Autos. Hier jetzt in der Mitte Stoff, außen dann auch nochmal so ein Kunstleder. Weiche Kopfpolsterung, hier in der Mitte auch. Keine Mittelkonsole, die ich runterklappen kann. Und wir haben hier unten so einen leichten Tunnel, ne? Ich glaube, normalerweise gehören hier hinten auch noch so Fußmatten rein. Die sind jetzt leider, glaube ich, bei diesem Vorführwagen einfach nicht drin. Das ist Hartplastik hier hinten, aber solide. Kleiner Türöffner. Hier ist sogar eine leichte Polsterung auf der Rückbank vorhanden und auch noch ein bisschen Platz für eine kleine Flasche. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir gemeinsam vor und sprechen über die Motoren. Brauchst du noch immer Licht, Jan? Ich mache dafür mal die Motorhaube auf. Und ich habe euch ja schon erzählt, drei Motorvarianten. Einstieg, Dreizylinder, 1 Liter, 67 PS. Dann kommt ein 91 PS starker Dreizylinder mit 1 Liter. Und ich hoffe, dass ich es jetzt hier aufbekomme. Anfängerfehler, ich habe es natürlich nicht geübt. Da, ich sehe es aber. Und dann eben der Hybride, den wir jetzt hier in diesem Fall haben. Das ist ein 1,6 Liter Vierzylinder mit insgesamt 143 PS. Wie gesagt, ein Verbrennungsmotor, ein Elektromotor und ein 20 PS starker Elektro-Riemenstarter-Generator. 205 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ist in 9,3 Sekunden auf 100 und fährt 180 km/h vom Max. Was wir jetzt als nächstes machen, ist in den Innenraum gehen. Da besprechen wir dann das Infotainment-System, die Sitze, Jan kommt dazu. Und am Schluss gibt es dann auch noch ein Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und ja, kommt einfach mal mit. Ich zeige euch jetzt hier den Innenraum und als allererstes schauen wir uns vielleicht gemeinsam die Sitze an. Und da war ich sehr verwundert, denn die erinnern mich so ein bisschen an Volvo, haben hier oben dann eine wirklich sehr schmale Kopfstütze, hier dann eine breite Sitzfläche und wir haben ebenfalls wieder dieses Nadelstreifen-Stoffelement hier in der Mitte. Isofix heißt, die Kids können auch vorne sitzen, zumindest eins davon. Und wir haben hier so eine helle Passbild, die mir persönlich sehr gut gefällt. Die Sitze sind bequem, aber jetzt auch nicht besonders krass gepolstert. Genau ein gutes Mittelding, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier den Schwenk machen über die Displays in die Tür, seht ihr jetzt schon, hier ist sehr viel digital. Wir haben zwei große Displays und in der Tür, ja, haben wir ein bisschen Hartplastik. Dafür ist die Armauflage solide gepolstert und schön integriert. Danke, Jan. Der versucht gerade mit seinem Handy hier noch wirklich Licht ins Dunkle zu bringen. Wir haben einen Türöffner, der schön integriert ist und unten auch ausreichend Platz für eine Flasche. Das ist eine solide, einfache Tür und wenn da mal was kaputt geht, ist auch nicht so dramatisch. Oder wenn da mal das Kind einen Kratzer reinmacht, weil solide. Ne? Wenn wir jetzt hier vorne gucken, ist hier ein sehr schön gemustertes Element. Die Lüftungsdüse ist jetzt hier waagrecht angeordnet. Man kann die auch in der Richtung einstellen. Und unten haben wir ebenfalls noch ein kleines Handschuhfach. Beziehungsweise klein ist gut, da ist super viel Platz. Überall hier, wo das Knie dann das Auto berührt, ist sogar eine Polsterung. Also das gibt es gar nicht in so vielen Autos in der Klasse bei Kleinwegen. Hier unten ist dafür aber Hartplastik. Und hier haben wir dann auch noch eine integrierte Ambientebeleuchtung, was ich sehr schön finde. Multimode-Getriebe. Dabei sind 2 Gänge für die Elektromotoren und 4 Gänge für den Verbrenner. Da wird euch Jan gleich mehr dazu erzählen. Hier haben wir dann noch eine Feststellbremse. 2 Cupholder, die Schlüsselkarte von Mitsubishi, die wir ja eigentlich auch von Renault kennen und hier dann auch ganz praktisch eben noch mal ein ganz kleines Fach. Kann man auch verstellen, die Armauflage? Welches ich auch verstellen kann, genau, nach vorne oder auch nach hinten. Jetzt würde ich vorschlagen, dass Jan reinkommt, oder? Und wir machen ihm mal hier noch den Sitz nach hinten, weil ich habe gerade schon gesehen, er ist relativ weit nach vorne gestellt. Dann kommt er einfacher noch rein.
Jan, wie geht's? Ich schwitz. Warum? Du scheuchst mich immer rum. Ach, Quatsch. Wie ein junges Pferd. Eine Frau nimmt keine Rücksicht auf mich als Filmer, aber moderiert dafür wie ein junger Kleinwagen. Guck mal, ich stelle mich hier schon so richtig, ich habe hier schon so das Gefühl, dass ich hier so drin noch so Arm raus, fühle mich hier wohl, ist genau meine Größe. Ich sehe dich. Oder? Auch ja. In dem Schwarz hier. Guck mal, eine Sache, die mir wichtig ist, Lenkrad lässt sich in alle Richtungen stellen und das ist wirklich mega wichtig. Auch der Sitz lässt sich hier hochpumpen, weil gerade hier in meiner Größe gibt es manchmal wirklich Fahrzeuge, da passe ich nicht rein, ist hier nicht der Fall. Start-Stopp-Knopf hier übrigens sehr schön integriert und wir haben hier drüber dann auch nochmal so eine leichte Perforierung. Also man kann den auch erfühlen. Und wir haben hier jetzt zwei große Displays drin. Ne? Das ist eine Perforierung, das sind doch eher so Noppen. Wie würdest du sonst nennen? Noppen, ein Muster. Ja, ein Muster. Ich wollte jetzt nicht sagen Blindenschrift, weil als Blinder wird es relativ schwer beim Autofahren. Hey, weißt du, was krass ist? Ich stelle dir immer so inhaltliche Fragen. Du fragst mich immer, wenn ich hier reinkomme, wie geht's? Ja, mir geht's halt um dich. Nicht ums Mensch, Auto, ja? Ich habe eine Frage an dich. Darf ich was fragen? Ja, der crasht meine Videos immer. Was willst du fragen und daraufhin sagen? Ich kann auch wieder rausgehen, wenn was ich dich stelle. Nein. Macht dich das nicht stutzig, dass es den Space Star aktuell gibt, der ja 3,85 lang ist und den mit 4,5 Meter aktuell? Nee, macht mich nicht stutzig, weil ich vermute, dass der Space Star nächstes Jahr ausläuft. Das war das erste Auto, über das ich jemals einen Autotext geschrieben habe. Ich habe sehr viel Liebe für den Space Star. Bevor er stirbt, kaufen wir uns. Ja, kostet ja auch nur fast knapp über 10.000 Euro. Ja, ist ein bisschen teurer geworden. Ein bisschen teurer geworden, ja. Aber vielleicht gebraucht. Ja, und Jessie verrät euch am Ende des Videos, ob wir einen Ehestreit haben, ob wir überhaupt zusammen sind, ob wir uns noch kennen nach diesem Video und was das Auto kostet. Also bleibt fürs Fazit dran. Jetzt hört er aber erstmal meinem Quatsche hier zum Innenraum an. Schaut mal, das Lenkrad ist leicht gepolstert, liegt gut in der Hand und über den Knopf hier vorne können wir uns vorne verschiedene Dinge im Cockpit anzeigen lassen. Guck mal, das toggelt dann hier so direkt durch. Man kann die Navi reinmachen oder auch die MySense. Da sprechen wir gleich drüber. Und was ich ganz cool finde, schaut mal, wir fahren gerade hier in den Horizont, weil es ist 20.17 Uhr und ich glaube, die Sonne geht gerade unter und das spiegelt gerade das Wetter wieder. Also das sind jetzt die Apps, auf die wir hier unten geklickt haben. Und guckt mal, hier haben wir übrigens dann auch Fotos oder Videos, die wir jetzt hier aufs Auto ziehen können. Das würde ich persönlich aber im Alltag ehrlicherweise nicht machen. Was ich euch aber zeigen möchte, ist die Fahrinfo. Und da gibt es jetzt was Interessantes. Und da frage ich jetzt Jan gleich nochmal dazu. Schaut mal, wir haben hier eine Energieinfo. Hinten einen 1,2 Kilowattstunden fassenden Akku, ne? Und das Multimode-Getriebe. Kannst du das mal erklären? Was genau jetzt? Ja, wie das funktioniert. Also, 94 PS, da bin ich wieder gut genug. Ja. 1,6 Liter Verbrenner, 4 Zylinder, 94 PS. Wir haben einen Elektromotor, zeige ich auch schon. Wir haben mit 49 PS und einen Riemenstarter-Generator, der unter anderem dafür zuständig ist, dass das Auto wie jetzt gerade so schnell wieder anspringt. Mit 20 PS insgesamt sind es 143 PS. Das Auto geht in 9,3 Sekunden auf 100, wird 180 km/h schnell maximal. Und was sehr spannend ist bei dem Auto, wir haben euch das Antriebssystem schon im Dacia Jogger als Hybrid gezeigt. Der kann in der Stadt 80% der Strecken rein elektrisch fahren. Dafür zeigt euch der Jan, haben wir hier unten, da wo Jessie nicht hindrückt, sondern hier diesen EV-Knopf, da kann man ihn elektrisch bewegen dann dazu. Und der hat einen Normverbrauch von angegeben 4,2 bis 4,5 Litern. Und wir haben es geschafft, Wettbewerber unter 4 Liter zu fahren. Und das ist halt geil. Das ist richtig geil. Also EV-Knopf funktioniert hier und hier haben wir die MySense. Sport oder Eco, das ist quasi so wie ein Modus, aber es ist mehr als ein Modus, denn es ist ebenfalls nochmal eben ein Gefühl. Und da unten seht ihr es, man kann nämlich die ambiente Beleuchtung mit anpassen. Und wenn man hier mal auf aktuellen Modus konfigurieren geht, sieht man, was passt sich an. Antrieb, Lenkung, Kombi-Instrument und eben die Beleuchtung. Und man kann die sogar hier, wenn man in Eco ist beispielsweise, hier dann noch unterschiedlich umstellen. Ich kann sie blau, lila, gelb machen, je nachdem, wie mein Stimmungsring ist. Wie ist die Stimmung gerade? Gut. Wäre sie ohne mich im Auto besser? Nein. Dürfen wir noch andere Funktionen im Auto sehen? Ja, was willst du noch sehen? Apple CarPlay, Android Auto, ja gut, eigentlich so dein Video. Ach Jan, manchmal. Aber ihr seid immer mit dabei, ihr seid bei uns dabei, wenn wir streiten oder auch streiten eben, wir? Wenn wir uns gern haben. Nein, natürlich nicht. Also hier ist Apple CarPlay oder Android Auto, das kann man mit Bluetooth verbinden, dann muss man natürlich dann mit dem Handy aktiv machen. Und hier ist die Navi und die ist schnell, erstaunlich schnell. Und ich glaube, da hat Mitsubishi echt einen großen Vorteil mit der Plattform jetzt hier von Renault. Soll man ein Fazit machen? Nee, ich will noch was zeigen. Mhm. Rückfahrkamera fand ich jetzt sehr wichtig beim Auto, dass es die gibt. Die Sitzheizung ist hier und auf der Seite war mir noch wichtig, dass sogar eine Lenkradheizung hier drin ist und den Spurhalteassistenten kann man da auch an- und ausmachen.
Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Und wusstet ihr eigentlich, dass Jan erst vor kurzem die erste Generation Colt bei einer Oldtimer-Rallye gefahren ist? Wir beide haben uns sofort instant in das Auto verliebt. Jetzt sprechen wir aber über den neuen in siebter Generation. Und schaut mal, ihr könnt übrigens auch eine Dachbox aufs Dach spannen. Insgesamt 80 Kilogramm Dachlast. Und damit kann ich mir schon vorstellen, dass man auch mit den Kiddies irgendwie auf so einen Fahrradtrip geht. Hinten dann auch mit den 900 Kilo Anhängelast, einfach zwei Fahrrädchen hinten drauf. Und dann ist man mit dem Pferdchen, also mit dem Jungpferdchen unterwegs und eben zwei Fahrrädchen. Jetzt sprechen wir aber hier erstmal über die Optik. Ich finde, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied zum Clio. Vorne markentypisch eben Dynamic Shield. Wir haben auch nochmal eben das große Logo in der Front und ich finde den jetzt vor allem in dieser Konfiguration sehr schick, sehr sportlich. Innenraum super modern. Wir haben auch die verschiedenen Modi, die ich euch ja gezeigt habe, die ich ganz gut finde und ich würde immer diesen Motor nehmen. Warum? Erstens stehe ich nicht auf Handschaltung, sage ich euch ganz ehrlich. Und zweitens finde ich den richtig effizient. Wir sind den ja bereits im Dacia Jogger gefahren und hatten tatsächlich einen Verbrauch von 4 Liter, manchmal unter 4 Liter, konnten oft total elektrisch fahren oder die größten Strecken elektrisch fahren. Das ist wirklich sensationell und ihr müsst vor allem nicht extern laden. Jetzt sprechen wir aber über den Preis und der Clio, der beginnt ja bei 18.250 Euro. Wobei der Colt jetzt beginnen wird, weiß ich leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ich vermute aber, dass er eben bei dem kleinen 3-Zylinder-1-Liter-Motor bei ungefähr 20.000 Euro beginnen wird. Mit der Ausstattungsvariante jetzt hier und vor allem mit der Motorisierung wird er aber wahrscheinlich eher Richtung 30.000 Euro gehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn so findet. Ich freue mich über jedes Kommentar. Jan oder ich beantworten die dann meistens auch. Wir versuchen da unser Bestes. Und abonniert hier auch unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Seid ihr bestens informiert. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.